Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Montag wieder dabei seid. Nachdem ihr unsere letzte Reaction auf das Saarbrücken-Spiel sehr, sehr gefeiert habt, haben wir gedacht, machen wir ein konstantes Format draus. Immer montags, manchmal vielleicht auch zwischendurch. Machen wir die Spielanalyse. Heute besprechen wir natürlich die Reaktion in Anführungszeichen bei unserem Spiel gegen Heidenheim. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf den Umbruch. Wirkus, Seoane, Präsidium, Schmadtke standen alle viel in der Kritik. Jetzt mit ein bisschen Abstand und ein bisschen weniger Emotionen versuchen wir das Ding auch wieder irgendwie ins Positive rüber zu schwenken, weil ich bin ein positiver Typ. Trotzdem muss ich sagen, hat das Pokalspiel bei mir Spuren hinterlassen. Das hat man auch in den Folgen gesehen. Heute wollen wir ein bisschen weniger emotional und mehr, ja, einfach auch nochmal mit ein bisschen Abstand drüber sprechen. Und ja, wenn ihr das Format feuert, lasst gerne mal ein Abo und Like, auch für meinen Kollegen Flo da, auch mal in den Kommentaren ein Herzchen schreiben. Da würden wir uns natürlich drüber freuen, dass wir hier bald auch die 4000 Abonnenten voll haben. Und ich würde sagen, Flo, sag nochmal kurz Hallo und dann gehen wir rein in das Heidenheim-Spiel. Ja, moin Leute, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Eine sehr krasse Woche wieder gewesen und das Video kam sehr gut an. Deswegen bin ich wieder hier und wir machen das jetzt zu einem festen Format, wie der Buschi schon gesagt hat. Und ja, let's go, Leute. Perfekt, also ja, ich glaube, bei mir ist, ich sag's dir ganz ehrlich so, bei mir ist das Pokal aus immer noch in den Knochen. Ich habe mir fest vorgestellt schon, wir fahren nach Berlin, hier wo ich auch wohne, so. Und egal, ob wir das Spiel dann gewonnen hätten oder nicht, so alleine mal so Wochenende in Berlin mit allen Gladbach-Fans zu verbringen, war halt mein großer Traum. Und das hat die Mannschaft gerade mit einer ganz, ganz schwachen Leistung in der zweiten Halbzeit ja halt kaputt gemacht. Und dann ist, glaube ich, auch jegliche Kritik dann auch berechtigt, sportlich gesehen natürlich nur. Ja, und das Heidenheim-Spiel, ich habe das so verfolgt. Also ich sage das mal aus meiner Sicht, bevor du dein Statement mal dazu abgibst. Ich habe schon gemerkt, dass es deutlich unemotionaler bei mir war, auch beim 1-0, ne, weil einfach, ja, so ein bisschen dann auch irgendwo der Stecker aus der Saison genommen wurde. Ne? Theoretisch war gegen Heidenheim sogar noch richtig was drin mit Blick auf die Tabelle. Ne? Da hättest du nochmal ja, in die einstelligen Tabellenplätze angreifen können. Aber du, ich sag mal, in der ersten Halbzeit Reaktion zeigen ist mir dann ein bisschen zu viel, auch für die erste Halbzeit. Im Endeffekt hast du eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Du hast 3 Torschüsse so, führst 1-0, lässt nichts anbrennen. Von Reaktion zeigen ist dann, ja, kann man sagen, Reaktion gezeigt. Für mich ist, hast du ein ordentliches Spiel bei einem Bundesliga-Aufsteiger gemacht. Ja, so, ja, genau. In der zweiten Halbzeit siehst du halt dann wieder eigentlich alles, was uns diese Saison auszeichnet. Komplett schwachen Start in die zweite Halbzeit. Fängst die absolut verdient das 1-1, dann noch Kleindienst an den Pfosten. Ich glaube, wenn das 2-1 da fällt, nimmst du auch gar keinen Punkt mehr mit. Ja, und dann muss man sagen, in der letzten Viertelstunde haben sie es wieder in den Griff bekommen, ohne Torgefahr auszustrahlen, und dann nimmst du halt einen Punkt mit. Jetzt von einer großen Reaktion zu sprechen, ist mir da zu viel. Es war ein ordentliches Auswärtsspiel, ich glaube. Und was man auch sagen muss, bei aller Kritik, wir sind halt auch 4 Spiele ungeschlagen, ne, in der Bundesliga, das zählt halt auch dazu. Ja, safe. Das sehe ich ähnlich. 4 Spiele ungeschlagen. Ob man jetzt dann halt davon keins gewonnen hat, denke ich, ist im Endeffekt egal. Gegen Bochum. Ja, genau. Ja, aber trotzdem so, für mich ist einfach wichtig, dass wir mal wieder 2 Spiele hintereinander gewinnen. Das haben wir jetzt seit 2 Jahren nicht gemacht und ich sage dir ehrlich, das ist das Einzige, was ich in dieser Saison auf jeden Fall noch erwarte. Ob das zu viel erwartet ist, werden wir dann sehen. Ich möchte wirklich nur einmal 2 Spiele hintereinander gewinnen. Ich will, dass wir diese Saison nochmal beenden, in dem Sinne, dass wir wirklich in die richtige Richtung gehen, weißt du? Nicht, dass wir wirklich die Saison nachher als 13., 14. beenden. Zwischendurch gewinnen wir vielleicht nochmal ein Spiel, dann verlierst du wieder 2 Spiele. Gegen Heidenheim fand ich die ersten 20 Minuten eigentlich sehr positiv. Ja. Ich war auch relativ unemotional, muss ich sagen, dadurch, dass Robin Hack aber das Tor geschossen hat. Den Kerl liebe ich halt über alles, muss ich ganz echt so sagen. Den habe ich richtig in mein Herz geschlossen. Robin Hack ist wirklich ein super Typ und ich habe mich echt auch für ihn persönlich gefreut. Was wir danach halt in der zweiten Halbzeit wieder gezeigt haben, war wirklich einfach wieder dieser unemotionale, ja, lustlose Kick, den wir da teilweise gesehen haben. Dann auch bei den Einwechslungen. Ich möchte jetzt auch wieder nicht geisteskrank negativ sein, so, ja, aber war halt wirklich wieder nichts. Also teilweise will ich ja auch keine Leute rausnennen, außer jetzt zum Beispiel Manu Kone, der eine ganz gute Aktion, finde ich, gegen Ende nochmal gemacht hat, wo er dann einmal auch einen Sprint angesetzt hat. Insgesamt darfst du halt wirklich gegen einen Aufsteiger in dem Sinne von Heidenheim wirklich nicht jetzt zu viel da rein interpretieren. Hättest du hier gewonnen, hättest du nochmal wirklich sagen können, ja, wir spielen jetzt nochmal um Platz 8, 9 rum mit. Guckt euch mal Augsburg an, die sind jetzt gerade auf Platz 7. Ist alles doof gelaufen bisher, aber ja. Ich bin einfach enttäuscht. Ja, würde ich mich anschließen. Wie gesagt, also du hattest ja auch ein paar Lichtblicke drin. Ich fand, Florian Neuhaus hat mal wieder eine ganz super gute
gute Partie gemacht. Ja, Robin Hack seit Wochen gut drauf, ne? Julian Weigel fand ich in dem Spiel echt ein bisschen schwach. So, der, sehr. Hat das Spiel nicht an sich ziehen können. Ja. Die Defensive stand irgendwie mehr oder weniger, in der zweiten Halbzeit wieder weniger. Ein Honorar hat wieder seine Torvorlage gemacht. So. Ja, und wo du halt siehst, wo es uns massiv an Qualität fehlt, ist in der Offensive. So, wenn du halt auf Ranovs nicht setzt, dann hast du aktuell nur noch Jordan. Und das ist halt einfach viel, viel zu dünn. Ne? Der Mann macht alles, was er kann. So, wenn du halt in der zweiten Halbzeit nur drin stehst und Jordan ist halt nicht der schnellste Mann, das wissen wir alle. Oh. Und wenn er dann keine Bälle bekommt, ist er dann in Anführungszeichen auch vorne, nichts machen. Vorne drin die ärmste Sau. Ne? Ja, genau. Ja, also die Frage ist natürlich, jetzt können wir auch so ein bisschen auf so ein bisschen das Thema schwenken. Ne? Ich glaube, zum Spiel brauchen wir nicht mehr viel sagen. Willst du noch irgendwas besonders herausheben? So, also wir hatten halt, das Krasse ist halt, wir hatten halt zwei Schüsse aufs Tor in dem ganzen Spiel. Ne? Das kannst du dir halt nicht ausdenken. Ja, also ich will jetzt auch nicht großartig noch irgendwie was Negatives dazu sagen, aber mir hat einfach genau dieses Spiel gezeigt, wie traurig unser Spiel in den letzten Jahren ist. Zwischendurch hast du mal ein Spiel und dann bist du als Gladbach-Fan wieder, jetzt geht's wieder in die richtige Richtung. Ja. Du bist einfach zwischen Euphorie für irgendwie Richtung Europa und kurz vor Abstiegskampf. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Ich liebe diesen Verein mit meinem ganzen Herzen, aber so möchte ich einfach auch nicht, dass es weitergeht. Und es hat mir wirklich kaum Spaß gemacht, dieses Spiel zu gucken. Und das als Fan zu sagen, ist einfach unfassbar schade. Genauso wie du es eben gesagt hast, es war irgendwie sehr unemotional. Ja, ich hatte schon wieder Spaß vor dem Spiel. Mann, ich liebe Bundesliga, ich liebe Gladbach gucken. Ja, safe. Aber bei so einem Tor, dann weißt du, wenn du dann so eine Leistung zeigst, und du weißt ja mittlerweile auch manchmal, was in der zweiten Halbzeit dann auf dich zukommt. So. Ja. Ja, ich würde sagen, haken wir das Spiel ab. Trotzdem, klar, in der letzten Woche stand bei mir Wirkus, Schmadtke, Präsidium massiv in der Kritik. Aber das ist, viele sagen mir dann, ja, Buschi, wenn es schlecht läuft, pickst du dir immer wieder das Präsidium raus. Ich meine, die Leute können meine Folgen auch verfolgen. Ich glaube, eines der ersten Folgen auf dem Kanal war, dass ich ja darauf hingewiesen habe mal, dass das Präsidium schon im fortgeschrittenen Alter ist. Ne? Und Wirkus ist jetzt auch schon 2 Jahre da, immer dieses Ding, ja, Eberl hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, so. Ja, aber im Endeffekt sind wir auch alle, sind wir auch ganz ehrlich so, viele, da schließe ich mich absolut mit ein, haben vor der Saison gesagt, Don Rollo, Chefkoch Rollo. Ja, und so. Also da bin ich auch. Da bin ich ja auch mit drin. Ne? Und faktisch muss man ja sagen, die Transfers, die sind ja auch gut. Sind ja nicht schlecht. Ein Robin Hack funktioniert irgendwie. Ein Honorar hat gefühlt 13, 14 Vorlagen. Ein Schwanscherer ist gut in die Saison gestartet. Ein Jordan und Wöber kannst du wahrscheinlich nichts aussetzen an dem Transfer. Aber wir stehen halt auf Platz 12. Wir sind gegen Drittligisten im Pokal ausgeschieden, im Viertelfinale. Da war alles drin. Und du hast es dir halt wirklich durch Leistungen versaut. Und der vierte Trainer kriegt es nicht hin. Und ich bleibe dabei. Wir haben trotzdem auf dem Papier einen Marktwert von 200 Millionen. Sind da Top 8 in der Bundesliga von den Spielerwerten her. Und rufen halt keine Leistung ab. Und dann stelle ich mir die Frage, wie gesagt, Transfers sind die eine Sache. Aber ich glaube einfach, dass du bei Borussia, ich weiß nicht, kein Umfeld hast, was Druck auf die Spieler erzeugt, wo die Spieler merken, okay, das ist hier ist eine komplette Autorität, hier ist ein geiles Umfeld, hier muss ich performen. So, ich will nicht dieses dämliche Wohlfühloase, das meine ich nicht, aber irgendwie glaube ich, dass ein Gladbacher Umfeld, und da nehme ich Wirkus mit rein, das Präsidium mit rein, Schmadtke mit rein, dass da einfach auch ein bisschen an Modernität fehlt, an Tempo, an Vision, an Druck. Und das sage ich ja schon seit ewigen Zeiten. Es sind ja nicht mal die Transfers. Ne? Die Transfers haben ja irgendwo funktioniert. Aber ich kann mir das ansonsten nicht mehr erklären, weil wir hatten doch, Farke ist kein schlechter Trainer, Hütter ist kein schlechter Trainer, Seoane ist kein schlechter Trainer. Klar steht der Trainer jetzt auch wieder in der Kritik, weil du musst aus der Mannschaft mehr rausholen. Ne? Ich kann jetzt auch nicht sagen, so, es ist alles Wirkus, alles Schmadtke und alles Präsidium. Nein, das sowieso nicht. Sondern da steht auch noch eine Mannschaft und ein Trainer. Aber wie siehst du das? Also irgendwo muss ja liegen. Also wie gesagt, die Transfers von Wirkus fand ich eigentlich sehr positiv. Wie du es gerade gesagt hast, ein Adi Hütter, ein Farke und Seoane sind alles keine schlechten Trainer. Ich finde, das Hauptwort und das Hauptproblem ist Kommunikation. Das ist das, was bei uns fehlt. Die Kommunikation ist unfassbar schlecht. Jeder ist gefühlt gegen jeden. Jedem wird irgendwas in die Schuhe geschoben, aber niemand ist selbst schuld. Mhm. Ich denke, dass dieses Ganze unter den Tisch kehren und dieses Ganze du bist das, du bist es schuld, dieses ganze Finger zeigen mäßig, dass das mal langsam einfach enden soll.
Ja, zum Beispiel, jetzt gehen wir mal auf Roland Wirkus ein. Jetzt ist ein Schmadtke gekommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass da keine Verantwortung wirklich genannt wird. Der Wirkus, der hat jetzt bei Kicker war das, glaube ich, hat man ihn kurz gesehen, hat er ein bisschen was gesprochen. Aber von Schmadtke und auch jetzt, wie du das immer zum Beispiel mit dem Aret sagst, in der Beschreibung steht, dass er zum Beispiel Pressearbeit oder sowas machen muss. Ich sehe da nichts von, weißt du, wie ich das meine? Ich habe das Gefühl, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, aber sich zurückzieht, weißt du? Ich denke, in solchen Phasen musst du jetzt nicht die ganze Zeit präsent vor der Kamera sein. Aber ich hätte schon gerne zum Beispiel nach dem Saarbrücken-Spiel einfach mal gesehen, dass der Gerry zum Beispiel nicht alleine sitzt. Und das fand ich respektlos dem Trainer gegenüber. Und ich finde, der ist wirklich ein super Kerl, der Gerry, der Seoane zum Beispiel. Ich finde ihn super, sage ich ganz ehrlich, ein super Trainer. Ich würde auch langfristig auf den setzen. Aber ich könnte verstehen, wie du das zum Beispiel im letzten Video gesagt hast, wenn der nächste Saison nach 5 Spielen keinen Bock mehr hat, weil immer er derjenige ist, der schuld ist. Aber das stimmt nicht. Wir als Team sind schuld, wenn etwas schlecht läuft. Das heißt, die Fans, die Spieler, der ganze Vorstand, wir sind alle eins. Also wir sollten alle eins sein. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass wir Fans außen vor sind, genauso wie jetzt zum Beispiel der Trainer. Und das sollte nicht sein, weil wir sollten wirklich einfach ein ganzes Team sein. Und das ist das Problem, was ich sehe, dass manche Leute sich einfach komplett da von der Bildfläche so verschwinden wollen. Wegducken, Das geht ja. nicht. Ich hab so ein bisschen immer, also wenn ich mir so die letzten Wochen die Interviews anhöre, ne, nach dem Pokal stellt Wirkus die Qualitätsfrage, obwohl das Transferfenster ein paar Wochen her ist, so, ne? Ja. Dann alle anderen reagieren, wir reagieren nicht. Dann jetzt sagt Seoane nach dem Heidenheim-Spiel, wir müssen in der neuen Saison, das neue Gladbach muss entstehen, ne? Ja. Erst, da stelle ich mir die Frage so, was soll, ich habe gedacht, das fängt jetzt schon an. Also das hat schon angefangen vor der Saison, ne? Warum entsteht Ja. das neue Gladbach nicht vor der Saison? Warum ein Jahr später, ne? Und dann sagt Wirkus am gleichen Tag, ja, mit nächster Saison, mit ein paar personellen Veränderungen treiben wir den Umbruch voran, ne? Aber mir fehlt so ein Ich kann es bisschen, nicht mehr hören. mir fehlt, Ja. ja, mir fehlt halt so ein bisschen so die Erklärung, warum sollen jetzt mit ein paar personellen Änderungen das Alles besser anders werden? Weil sein. wir hatten ja Ja. viele personelle Änderungen jetzt im Sommer gehabt. Und faktisch, rein vom Papier, ne, das war ja letzte Saison auch so, haben uns sehr, sehr gute Spieler verlassen. Stindel, Bensebaini, Thuram, Hofmann. Bei Bensebaini, Thuram haben wir das gleiche wie Kone jetzt, ne, wo du eigentlich das Ja. Gefühl hast, so, der ist mit dem Kopf schon weg. Er ist weg. Ja. Und trotzdem, wo du, alle waren im Endeffekt am Ende der Saison froh, komm, dann lasse gehen, lasse weg. Ne, aber im Endeffekt Ja, klar. stehen wir noch schlechter da als letzte Saison, ne, ohne die beiden Kicker. Und faktisch, Ja. Kone ist auf dem Papier und marktwertmäßig ein Top-Kicker, da verlässt uns wieder Ja. Qualität. Wahrscheinlich wird ja noch der eine oder andere gehen. Wöber wird gehen, der auf dem Papier Top-Qualität hat. Den Ja. Elvedi, Itakura haben Ausstiegsklauseln, den Friedrich, da wird den Gumu, da werden ja wieder viele, viele Spieler gehen. Und die Frage ist halt, ob du das wirklich mit ein paar personellen Veränderungen dann schaffst. Glaubst du daran? Ich weiß es nicht. Nein, Also, nein, weil wir hatten ja da jetzt schon glaube ich überhaupt öfters nicht mal dran. diese Situation, ne? Ja, ich finde es schwer auf jeden Fall. Ich glaube aber absolut nicht dran persönlich. Ich denke nicht, dass du mit 3 oder 4 Spielern das Ganze, was da gerade in den letzten 4 Jahren schiefgelaufen ist, auf einmal wieder gut machen kannst. Ich denke sowieso nicht, dass mit Transfers, die einfach wild herumgeschmissen werden, man was gut machen kann. Wir müssen einfach dieses Konstrukt Gladbach, wir müssen einfach wirklich wieder den Mythos von uns wieder auferleben lassen. Und es ist einfach wichtig, dass wir eine Kommunikation haben, dass jeder wieder Lust hat, da zu laufen. Wir brauchen Spieler. Ich sage euch ganz ehrlich, spielerisch finde ich den Liner wirklich gar nicht mal so gut, aber wir brauchen Spieler wie so ein Stevie Liner, der kommt wieder. Und das ist eine der Sachen, die ich eben nicht gesagt habe und vergessen habe gegen Heidenheim. Ich fand, der Liner, der hat gebrannt auf dem Platz. Der ist da rumgelaufen, der ist teilweise auch in der Mitte gewesen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen wirklich einfach wieder einen Kern, die wirklich Lust haben, bei uns zu spielen. Ein Thuram hatte gegen Ende zwar nicht mehr so viel Lust und du hast gemerkt, dass er im Kopf weg war, aber selbst ein Tikus, der hat für uns gebrannt. Der hat den Verein geliebt. So. Und bei Kone, ich möchte einem Spieler sowas nicht sagen, aber bei Kone habe ich in den letzten Tagen nicht so wirklich das Gefühl gehabt. Ich denke wirklich, dass wir einfach wieder eine Identität aufbauen müssen, dass Transfers da überhaupt nichts bringen. Wenn, dann müssen wir wirklich richtige Leute holen, die sich wirklich denken, so, boah, Borussia Mönchengladbach, 2020 haben die noch gegen Real Madrid gespielt. Ich will wirklich, dass wir nächste Saison wieder mit diesem geilen Verein, und wir haben nun mal den geilsten Verein in der ganzen Bundesliga, dass wir wirklich wieder dastehen, wo wir hingehören. Und das ist in der Europa League, in der Champions League. Aber
da muss man gerade gar nicht drüber reden. Deswegen Transfers auf jeden Fall machen, aber wir dürfen nicht zu viel erwarten. Ich will gar nicht von Europa League, Champions League so einstellig. Ich auch nicht. Ich finde, einstelliger Tabellenplatz muss immer unser Anspruch sein. Einstellig, ob es der 9. ist, 8., 7., wenn es mal eine Top-Saison ist, Top 6. Aber drunter müssen wir uns doch nicht verkaufen. So, warum? Nee, denke ich auch nicht. Ich finde halt, die Spieler sind ja im Endeffekt auch Angestellte. Und jeder kennt selber, ich bin auch angestellt. So, wenn du halt Druck von oben bekommst, von deinen Chefs etc. und du den und das auch Autoritätsleute sind, so, dann arbeitest du auch besser. Aber wenn alles so laufen gelassen wird, so, dann machst du zwar auch deinen Job, du bist gut, so, arbeitest gerade so, dass keiner was sagt, ne? Und dass du nicht fliegst halt, ja. Und dass du nicht fliegst, ne? Aber wenn du halt von oben wirklich Druck bekommst, also positiven Druck auch, ne? Die dich antreiben, anspornen, ne? Und die auch ein Ziel vorgeben, wo es hingehen soll, dann arbeitest du halt auch besser, ne? Und bei uns ist natürlich aktuell irgendwie, weiß ich nicht, schon der Wurm irgendwo drin, auch in der Führung. Ja. Aber ich will, wie gesagt, ich will mich Wirkus, ich will dem Mann ja nichts Böses. Ich will dem ja absolut. Ich auch nicht. Ist ein super Alle Typ. Nicht. Ich habe auch schon Bilder mit dem gemacht, weil ich den feier. Rollo ist halt ein geiler Typ. Don Rollo. Ja, ich will dem ja nichts Böses, ne? Nur, man muss ja auch mal irgendwo, das habe ich in der letzten Folge auch gesagt, ich könnte auch keinen Sportvorstand machen. Dafür fehlen mir jegliche Qualitäten, weil ich kein Netzwerk habe. Aber du machst es ja auch einfach nicht. Ja, bin nicht im Sport vernetzt, so. Ich könnte das auch nicht so. Deswegen, das würde auch gar nichts bringen, wenn ich Sport Vorstand machen würde. Ja, ne? Aber, ich würde dich trotzdem eher sehen. Ne? Aber es muss halt, du musst halt gewisse Autorität mitbringen, du musst kommunikativ top sein, wie gesagt, du musst dieses Netzwerk haben. Ne? Und, aber das ganze natürlich. Thema wollen wir gar nicht mehr aufrollen. So. Rollo, ich bin der Erste, wenn Rollo jetzt im Sommer da einen Kader hinstellt, der passt, der Trainer bleibt, Seoane bleibt, der kriegt seine Spieler. Und plötzlich sind wir nächste Saison wieder am einstelligen Tabellenplatz und du siehst eine krasse Entwicklung. Bin ich der Erste, der eine Folge dreht, Don Rollo, ich Entschuldigungsvideo, mich. Ja. Da bin ich dabei, Entschuldigungsvideo. Wenn da richtig Zug im Verein wieder drin ist, Bonhoff rennt auf den Platz nach dem Sieg, so, dann bin ich der Erste, der Entschuldigungsvideo dreht. Ja, ich auch. Dreht. Das geht ja gar nicht gegen ihn. Wir wollen einfach nur unseren Verein wieder. Nur mir fehlt ja aktuell nur einfach die Fantasie. Ne? Ich will einfach wieder... Ja, da einigen wir uns ja alle. Wir wollen ja alle den maximalen Erfolg. Niemand will ja, dass wir irgendwie unten rumdümpeln oder zur Not nur absteigen. Ne? Da will ja keiner. Ja, ne? Natürlich nicht. So, jetzt sehen wir die Tabelle. Aktuell stehen wir auf Platz 12 mit 28 Punkten. Also wie gesagt, hättest du einen Dreier geholt, würdest du auf Platz 10 stehen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? 5 Punkte bis Platz 7. Ich glaube, ich bleibe dabei. Abstiegskampf sind weiterhin 9 Punkte. Plus das deutlich bessere Torverhältnis, da wird eigentlich nichts mehr passieren, weil ich auch Bochum mittlerweile tatsächlich noch im Abstiegskampf drin sehe, obwohl ich es nicht glauben wollte. Haben wir damit nichts mehr zu tun. So, die nächsten Wochen geht es jetzt zu Hause gegen Freiburg, also nach der Länderspielpause. Dann in Wolfsburg, die dann einen neuen Trainer haben werden. Hasenhüttl wurde ja vorgestellt. Da wird der Trainer eventuell wieder kicken, wenn wir auswärts spielen müssen. Oh Mann. Dann Dortmund zu Hause, dann Hoffenheim auswärts, ist schon noch knackige Spiele, Union zu Hause, auswärts in Bremen, zu Hause gegen Frankfurt und in Stuttgart, also das ist schon noch ein krasses Programm. Wenn du jetzt mal einen Tipp abgeben würdest, wie viele Punkte haben wir letzte Saison geholt? 44, 45? So um den Dreh, ne? Ich glaube 45, tatsächlich. 45, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, 45 Punkte. Ich glaube auch so um den Dreh war das. Das wären dann jetzt noch 17 Punkte in wie viele Spieltage sind das jetzt noch? 4? 8. 8. Ja, das wird nicht mehr machbar. Holst du nicht. Ne? Holst du nicht. Ne? Holst du nicht. Was glaubst du, wie viele Punkte holen wir noch aus den letzten Spielen? Dein Tipp? Boah, ich sag, wir sind irgendwie mit 36, 37 Punkte. Mehr kriegen wir nicht, sage ich. Mehr kriegen wir nicht mehr, sagst du? Nee, kriegen wir nicht. Perfekt. Und dann machen wir jetzt noch mal kurz die Ausstellung. Können wir ja schon mal machen, weil Länderspielpause ist. Wenn keiner ausfällt gegen Freiburg, glaubst du, Omlin kommt wieder in die Kiste jetzt? Oder sagst du, Nikolas bleibt? Also ich würde vielleicht eigentlich noch den Nikolas lassen bisher. Also ich sehe jetzt keinen Grund, den rauszunehmen. Mhm. Wenn der Omlin im Training auf einmal brilliert, würde ich dem vielleicht schon mal langsam jetzt eine Chance geben, damit er so ein bisschen rankommt für die nächste Saison. Und da würde ich ihn wahrscheinlich auch die nächsten Spiele starten lassen, damit er einfach jetzt gerade geht es für mich persönlich um nichts mehr wirklich, weil ich denke nicht, dass wir irgendwas holen können. Ja. Und deswegen würde ich ja gucken, was der Trainer sagt. Ich vertraue dem da. Dann rechts, wie ich gehört habe, ist bei dir Viererkette nehmen wir, ne? Leiner. Genau, ja.
Ganz klar, Stevie Liner. Ich sage auch, LW die Würber jetzt einspielen lassen für den Rest der Saison. Mal gucken, wer halt da ist, wer bleibt, wer nicht. Aber LW die Würber ist für mich gesetzt. Sagst du was anderes? Ja, sicherlich. Nee, da bin ich auch auf jeden Fall deiner Meinung. Links, Joe Skelly hat mir defensiv gefallen, muss ich sagen. Besser als auf rechts. Ja, das ist das Ding. Luca Netz, ich liebe dich, aber ich sehe dich in der Fünferkette. Ja. In der Viererkette hast du bei mir nichts zu suchen, leider. Ja, ich sehe, also ich finde Luca Netz geil, aber ich sehe ihn auch in der Fünferkette. Ich bin tatsächlich bei einer Doppel-6 Itakura Weigel. Ja, Junge, ich auch. Ja, ist so. Ja. Ich fand ganz klares Ding. Wo Itakura reinkam, der hatte auch war richtig gut. Der hatte auch eine richtige Präsenz im Mittelfeld. Ne? Auch, ich glaube, jetzt wird auch eine harte Entscheidung kommen, aber für mich ist davor Florian Neuhaus, Reitz und Kone sind bei mir erstmal auf der Bank. Auch wenn es hart für Reitz ist, aber er hatte jetzt auch nicht die stärksten, finde ich, stärksten Performance in den letzten Wochen. Wie siehst du das? Weil Neuhaus kannst du aus meiner Sicht nicht rausnehmen. Ja, sehe ich auch so. Also wenn ich jemanden sehen würde, dann wäre es auf jeden Fall Rocco noch anstatt Kone. Aber ich denke, dass es wirklich echt gerade schwer ist. Und Rocco ist für mich sowieso, wie soll ich das sagen, das ist für mich die Fohlen-DNA, weißt du? Ich denke nicht, dass das schlimm ist. Wir spielen jetzt einfach mal mit dem System, denke ich mal. Ich würde so 2-3 Spiele mal gucken, wie das läuft. Ja. Itakura, wie du gerade gesagt hast, perfekt auf der Doppel-6. Ich wollte es eigentlich schon raushauen. Ja. Ich finde ihn sogar auf dieser Position so gut, dass ich sogar gesagt hätte, Weigel vielleicht mal ein Spiel rauslassen und gucken. Kann man natürlich auch, dass du Itakura mal den alleinigen Sechser spielst und dann auf eine Doppel-8 mit Neuhaus Reitz, ne? Oder Kone. Ja, in dem das Fall. Könnte man auch mal versuchen. Ja, genau. Ich würde jetzt aber mal den Kapitän noch mal eine Chance geben, einfach auch. Ja, natürlich. Ich liebe ihn ja auch. Ja. Und ich glaube vorne, wenn Player wieder fit sein sollte und Schwanscherer, also rechts Honorar ist eigentlich gesetzt. Ja, hundertprozentig. Und Robin Hack auch, ne? Ja. Ich fand jetzt Jordan ist natürlich schon, wenn du eine sehr, sehr Überlegenheit hast und im Flanken in den 16er knallen kannst, dann ist Jordan schon wichtig. Würdest du sagen, boah, wenn Player wieder da ist, würde ich einfach, auch wenn es nicht Players Position ist, würde ich einfach mal Player vorne reinstellen, oder sagst du erstmal Jordan und die sollen erstmal wieder fit werden? Von der Bank ohne Nachdenken, sofort Lasso vorne rein. Hundertprozentig. Ich bin Feuer und Flamme für diesen Typen. Ehrlich. Ja, es bringt uns vielleicht auch nochmal spielerische Qualität mehr mit. Ne? Und dann hast du halt auch das, was uns in den letzten Wochen und dank des verpassten Transferfensters gefehlt hat. Von der Bank halt noch Auswahlmöglichkeiten. Ne? Du kannst den Schwanscher noch bringen, du kannst den Jordan noch bringen, du kannst den Ranos bringen, du kannst einen Fukuda bringen. Ne? Ich könnte mich mit der Aufstellung mal anfreunden, sage ich so, wie es ist. Ja, safe. Du hast jetzt gerade Fukuda gesagt, da würde ich gerne noch was zu sagen. Ich finde jetzt auch in den letzten Spielen einen Fukuda und einen Ranos einfach mal bringen. Bringen die einfach mal in der 65. Fukuda, sage ich ehrlich, der hat, glaube ich, 3-4 Spiele gemacht. Ich sage, der hat einen Input gemacht. Mhm. Auch wenn er nicht riesig war und zwischendurch hast du noch gemerkt, dass er so ein paar kleine Unsicherheiten hatte. Aber ich finde, bei dem Fukuda siehst du alleine an der Ballführung, wie technisch begabt der ist. Und der hat auch der weiß, was der macht. Da habe ich einfach Bock drauf. Ranos, ja, okay, will ich jetzt, aber was soll ich sagen, der war nicht so gut in den Spielen, wo er drauf kam, finde ich jetzt persönlich. Aber ich würde den auch einfach mal draufhauen. Wir haben doch jetzt gar nichts mehr zu verlieren. Lass mal unsere jungen Leute ein bisschen drauf. Ich würde einen Botelli setzen, wenn er wieder fit ist. Mit 18, ganz klar, muss Botelli einen Profivertrag kriegen und sofort bei uns spielen. Das ist für mich sowieso klar. Aber einfach mal die jungen Leute spielen lassen und Ja, ich finde bei Ranos, Fukuda oder so, ich will einfach nicht glauben, dass der Trainer die nicht aufstellt, weil die jung oder so sind. Ja. Ich glaube einfach daran, dass der das schon einschätzen kann, der Seoane, ob die das Bundesliga-Tauglichkeit haben oder nicht. Ne? Glaube ich auch. Weil ich will mir da auch nichts, ich sehe das auch immer auf Twitter und X so. Ja, die müssen spielen. Ne? Ich glaube, der macht schon alles richtig. Weil ich kann das nicht beurteilen. Ich sehe die Jungs nicht beim Training, wie gut die sind, wie schlecht die sind. Ne? Das Gleiche ist bei Kia Hodea. Ne? Natürlich würde ich mir wünschen, dass die spielen, aber ich will einfach nicht glauben, dass der einfach nicht aufgestellt wird, weil jetzt keine Ahnung, welche Gründe der hat. Wenn der Sport nicht gut genug ist, traue ich unserem Personal schon zu, dass sie die auch nutzen. Ne? Grundsätzlich, ne, wenn du natürlich Spieler holst wie Kia Rodia, Ranos, Ulrich vor der Saison,
Da müssen die natürlich auch mehr spielen, ne? Aus meiner Sicht. Ja, Ulrich war jetzt auch lange verletzt, ja, muss man sagen, ne? Definitiv. Der hätte meiner Meinung nach safe eine Chance bekommen und in der Zeit, in den Freundschaftsspielen, fand ich ihn auch ganz in Ordnung eigentlich. Perfekt, perfekt. Und ich glaube, jetzt ist Länderspielpause, danach gegen Freiburg. Willst du noch abschließend was sagen? Ansonsten wären wir für heute durch. Ja, also ich würde sogar sagen, dass ich mich eigentlich freue auf das Spiel gegen Freiburg, jetzt nach Heidenheim, auch wenn wir beide eben gesagt haben, es war unemotional. Natürlich ein Heimspiel, ja, es wird langsam ein bisschen wärmer draußen, weißt du, 15 Grad. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zum Stadion, 30 Minuten ist mir egal. Immer schön ein Altbier in der Hand mit den Jungs, das ist einfach das Geilste, was es gibt. Ja. Dein Lieblingsverein gucken. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn hier irgendjemand von unserem Verein das Video guckt und sieht, ey, Doppel-6 Itakura Weigel, du weißt ja Bescheid. Ja. Wenn das der Fall ist, die gucken auf jeden Fall unsere Videos. Ja, ich freue mich einfach nur und hoffe, dass wir das alles irgendwie wieder hinkriegen, damit dieser geile Verein einfach wieder steht. In dem Sinne, lasst euch die Currywurst Pommes gegen Freiburg schmecken und macht's gut. Ciao.